Hallo zusammen, willkommen zurück bei Next Day Survival. So, in der letzten Folge sind wir ein bisschen rumgelatscht und haben die Gegend erkundet. Das habe ich heute wieder vor. Und zwar, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ach ja, wir sind hier. Siedlung der Plünderer. Da. Also, wo waren wir denn? Wir sind von hier gekommen. Sind da hochspaziert, darüber geschwommen, darunter. Hier wurden wir erschossen und sind automatisch da gelandet. Okay, jetzt würde ich mal gerne noch hier hin spazieren. Hier. Genau, da habe ich eine Markierung gesetzt. Wunderbar. Ja, und einfach mal gucken, was es hier alles so zu entdecken gibt. So, aber zuerst nehme ich hier mal noch das da mit: Milch. So. Ja, das sind 353 Meter. Ja, das passt. So. Lager. Handel. Wie viel Kohle haben wir denn? 27.000. Okay, eine Knifte kaufe ich mir jetzt nicht. Was soll's? Ich will hier einfach nur ein bisschen rumlatschen. Waffe haben wir gar keine, ne? Nee. Wir sind das letzte Mal getötet worden. Und haben jetzt nur das, was wir bei uns tragen. Okay, was soll's. Diesen blöden Anzug kann ich mal wieder ausziehen eigentlich. So, sieht doch schon viel besser aus. Gut, dann würde ich mal sagen, wir laufen einfach mal eine Runde durch die Wald. durch die Wald, ja. Gut Deutsch. Durch den Wald. Und mal sehen, was es hier so zu entdecken gibt. Sind ja immer noch in Primori, oder wie das Kaff hier heißt. Und hier kommen wir wieder zurück zur alten Map. Und ich laufe hier gerade gegen den Busch. So. Und hier kommen wir auch zurück. So. Da fällt mir gerade ein, es war vielleicht nicht unbedingt intelligent, ohne Waffe loszurennen. Vor allem, da hier noch wilde Tiere rumlatschen. Aber... das sollen wir uns jetzt nicht weiter stören. Ja, gut, was soll ich sagen? Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich noch allzu viele Folgen von Next Day machen werde. Weil, es ist jetzt kein Spiel, was ich irgendwie tatsächlich effektiv spiele. Und B, gibt es noch so viele andere Games, die ich gern ausprobieren möchte und auch zeigen möchte. Deswegen, ja, gut, es ist kein schlechtes Spiel. Das muss ich mal an der Stelle auch noch sagen. Es ist wirklich nicht schlecht, es ist ganz okay, aber ich schätze, es wird einfach mehr Spaß machen, wenn man online spielt. Und naja, online spiele ich nicht besonders gerne. Wie es halt oft in Online-Games leider so ist, dass es halt irgendwelche Leute gibt, die einem das Spielen immer vermiesen müssen. Genauso auch bei Next Day. Habe ich auch schon erlebt, als ich... ach, ja genau. Als ich hier die ein oder andere Online-Folge gemacht habe. Habe ich irgendwelche gemacht? Ich glaube, ich habe ehrlich gesagt keinen Schimmer. Es kann natürlich sein, dass hier ist, also hier so eine komische Polizei, es kann natürlich sein, dass hier das Militär umrennt und mich in einen Haufen schießt. Aber wenn mich nicht alles täuscht, müsste es in dem Gebäude eigentlich Waffen geben, ne? Ja, sieh mal. Was haben wir denn hier? Nehmen wir mit. Wenn wir jetzt noch ein passendes Magazin dazu finden würden, wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Was ist das hier? Eine Rock Rifle. Okay, nein. Nein, aber ich nehme sie. Das ist ja eine Mini-Pistole. Ja, egal. Okay, pack sie jetzt mal da hin. Drück mal die 3. Und wir haben sogar Munition, ich Idiot. 16, naja, das passt. Können wir wenigstens noch was. Vielleicht noch was reißen damit. In die Schränke kann man da reingucken, oder nicht? Nee, kann man nicht. Okay. Wenigstens laufe ich hier nicht ganz nackt durch die Gegend.
Hier noch ein paar Handschuhe. Hammer schon. Brauchen wir nicht. Okay, ich bin von dem Zaungeklapper leicht irritiert, weil ich gerade noch The Nightfall aufgenommen habe. Oh, sieh mal einer an. Das kam mir jetzt gerade irgendwie gruselig vor. Also ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich noch viel davon zeige. Ich laufe jetzt hier einfach nur mal auf der neuen Map rum und gucke, was es hier so gibt. Aber jetzt irgendwie wieder auf Missionen, oh, weiß ich nicht. Irgendwie nicht. Wie gesagt, es gibt da noch... Ah, wir kommen also da rein. Cool. Gibt noch andere Spiele, die ich gerne ausprobieren möchte. Jetzt seit heute, also heute ist der 16. habe ich ja angefangen mit Nightfall. Und ja, Subsistence läuft dann nebenher auch noch. Alle zwei Tage. Oder das ist zumindest der Plan, dass es alle zwei Tage läuft. Und der Nightfall dann hoffentlich täglich, wenn es möglich ist. Und dann halt mal sehen, was es noch so gibt, weil, ja, Steam hat ja mehr als genug Spiele. Und davon ja auch einige, die dieses Jahr erst noch rauskommen. Bin ich mal gespannt. Sind ein paar ziemlich interessante Titel dabei. Zumindest so von den Bildern und von den Videos her. Da bin ich. Was ist das denn? Eine Uhr. Ah, haben wir aber schon, ne? Also können wir direkt damit. Ja, auf jeden Fall bin ich mal. Da bin ich sehr gespannt, was da noch alles kommt. So, ist das die richtige Munition für die Waffe? 9x16? 9x16, ja, wunderbar. Fülle. Der Clip ist voll. Okay, ja, gut. Das Ding brauchen wir nicht. Essen und Trinken müsste ich mal. Können wir trinken? Milch. Wenn wir hier schon so rumstehen. Lass dir schmecken. Hat ja auch einer gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, zusammen mit ihm online zu spielen. Im Prinzip schon, aber wie gesagt, allzu lang werde ich Next Day nicht mehr spielen. Ja, das ist jetzt... Ja, ist einfach nicht so berauschend. Da gibt es andere coole Spiele, die man online spielen, zusammenspielen könnte. Und Next Day, ja gut. Ja, es ist halt, wie es ist. Oh, da ist zu. Ist jetzt auch nicht besonders spannend, das Spiel. Ist zwar cool gemacht, muss ich doch sagen. Auch gut, es ist kein grafisches Highlight, aber es ist trotzdem irgendwie gut. Also gut ist es auf jeden Fall. So. Das steht schon mal fest. Das wäre. Next Day wäre vielleicht was für mal, wenn ich tatsächlich mal einen Stream machen würde. Irgendwann mal. In absehbarer Zeit, dann könnte ich das tatsächlich mal in einem Stream spielen. Und dann. Könnten tatsächlich auch mal ein paar Leute mitspielen, wenn sie Bock hätten. Aber ob und wann ich mal einen Stream mache, das ist steht noch in den Sternen. Erstmal, da brauche ich erstmal die richtigen Voraussetzungen für. Erstmal zum einen halt mal Zeit, ganz wichtig, und zum anderen auch genügend Ruhe. Da ich ja meistens... Das heißt meistens eigentlich hauptsächlich nur dann aufnehme, wenn ich auch alleine zu Hause bin. Was meistens morgens der Fall ist. So wie jetzt gerade. Jetzt haben wir, wie viel haben wir denn? Jetzt haben wir gleich 11. Und
Frau müsste eigentlich auch schon bald von der Arbeit nach Hause kommen, schätze ich mal. Ah ja. Und ein Stream ist halt mehr was für abends. Und ja, abends bin ich halt selten mal allein zu Hause. Und so groß ist die Bude leider nicht, dass man das, ja, dass sie das halt nicht stören würde. Ich weiß gar nicht, ob sie es stören würde. Naja, egal. Konzentrieren wir uns jetzt mal hier auf Next Day. So, was gibt's denn noch? Ja, ich glaube, wir haben schon alles gesehen. Das war's ja schon im Großen und Ganzen. Wow, jetzt habe ich ja viel gequatscht. Wir sind ja schon bei 10 Minuten. Ich wollte die Folge eigentlich nur 20 Minuten lang machen. Oder so 25 maximal. Und dann womöglich sogar schon einstampfen. Hä? Nanu? Hier geht's nicht weiter. Wieso? Ist da die Levelgrenze? Ja. Ja, eindeutig. Andererseits, ja, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ich da noch mehr Videos machen soll oder vielleicht mal was anderes. Und könnt auch gerne Spielvorschläge in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, ist auch okay. Dann suche ich mir selber was aus. Also auf jeden Fall, Vorschläge sind gern gesehen, auf jeden Fall. Ob ich sie dann auch wirklich durchziehe, ist wieder eine andere Sache. Das entscheide ich dann tatsächlich auch. Ja, das entscheide ich dann selbst, ob ich die Vorschläge auch umsetze. Ja, ich habe. Mir gefällt einfach nicht jedes Spiel, was es da so gibt, ne? Ich habe auch vor kurzem hier, wie hieß denn das? Apocalypse the Game angetestet. Oh mein Gott, also. Ich hatte eigentlich vor, davon Videos zu machen, aber ich habe es kurz ange... Ich habe ganze 7 Minuten gespielt, dann habe ich es zurückgegeben. Es war einfach so schlecht. Also es... Nee. Die 5 Euro... Es war noch im Angebot für 5 Euro. Das hat sich einfach nicht rentiert. Habe ich mir das Geld zurückschicken lassen. Nee, nee. Also so ein schlechtes Spiel. Es ist noch überhaupt nicht fertig. Es ist nicht mal ansatzweise fertig. Da gibt es noch... Bugs ohne Ende und... Ach, oje. Es geht schon allein da schon los, dass der Charakter irgendwie 4 Arme hat, wenn man sich mal genau anguckt. Man hält eine Waffe in der Hand, dann hat aber, wenn man an sich runterschaut, trotzdem noch freie Hände. Obwohl man eine Hand am Gewehr sieht, mindestens. Und man kann sich auch selbst in den Körper gucken, das ist auch sehr schön, ne? Mal gucken, wie man von innen aussieht. Wodka. Oh, den hau ich mir mal in den Kopf. Ne? Komm schon. Ach, der ist leer. Na, so ein Shit. Ich dachte, ich könnte mir noch einen ansaufen. Ne? Das ist auch schön. Man kann sich auch Fußbodenteppiche an die Wand hängen. Ne? Was ist das? Verriegelungsbolzen. Aha, damit kann man sich wieder eine Waffe basteln. So, wie kriege ich jetzt diesen blöden Marker wieder weg? So. Naja. So, jetzt haben wir das Dorf hier auch gesehen. Wie heißt denn das überhaupt? Ozerst. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Oh, ein Moped. Noch ein Teich. Was sind wir denn jetzt? Jetzt bin ich wieder da an der Brücke. Ja, gut. Ja, die Map ist halt nicht so groß. Die Hauptmap ja auch nicht. Kann man ja alles ziemlich gut zu Fuß erreichen. So. Sollen wir laufen jetzt hin? Gute Frage. Ich könnte natürlich auch wieder zurücklatschen.
Aber... Tja, aber. Erstmal einen Schluck trinken. Oh, was ist das? Das müsste der Hafen sein, ne? Sehe ich das richtig? Ja, das ist der Hafen. Ich hoffe mal, ich hoffe mal schwer, dass da für das Spiel noch mehr kommt. Also. Oh, shit. Oh, scheiße. Fängt der gut an. Ah, das war's. Oh mein Gott, ich bin tot. Ja. Tot. Kann man nichts machen. Dumm gelaufen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass hier im Wald noch zwei so Typen rumstromern. Lager der Zivilisten. Rico, komm, wir spawnen mal hier. So, was haben wir denn jetzt? Wir sind... Hä? Wo ist mein Pfeil? Ach, hier. Meine Spielfigur, Mikesh. Okay, hier bin ich. In irgendeinem Kuhkaff schon wieder. So, was haben wir denn hier? Sterile Mullbinde. Nehmen wir mal mit. Ich weiß zwar nicht wozu, aber was soll's. Das nehmen wir auch mit. Das auch. Okay, na gut, ich kraxel jetzt mal da noch hier auf den Berg da hoch. Einfach nur für einen schönen Ausblick. Vielleicht noch für einen schönen Screenshot. Und dann beende ich die Folge mal an der Stelle. Oh, hier gibt's Boote, die man bestimmt nicht verwenden kann. Gehe ich hier der Wette drauf ein. Wo war ich? Genau, beim Folge beenden, genau. Ja, aber ich werde auf jeden Fall mal das Spiel weiter im Auge behalten und vielleicht mal irgendwann dazu wieder Videos machen oder mal sehen, was sich halt so ergibt. Bis dahin würde ich jetzt mal sagen, ich mache jetzt eine Pause, es sei denn, ihr wollt tatsächlich noch mehr davon sehen, dann kann ich auch wieder ein paar Missionen machen. Ansonsten würde ich sagen, bis dahin vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns bei dem nächsten Spiel wieder, hoffe ich. Vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut. Ciao.